Fünf Jugendliche. Ein Bus. Tausende Kilometer quer durch ihr Heimatland Deutschland. Auf der Suche nach dem, was typisch deutsch ist. Wir fahren mit dem Stadt-Land-Bus über Stadt-Land-Fluss. So schnell und weit ich kann. Auf zu einem weiteren Lieblingsplatz von Franz. Vom historischen Schloss in die moderne Großstadt Stuttgart. Wo früher ein Güterbahnhof stand, ist ein Ort der Kreativität und jungen Kultur entstanden. Hier gibt es Raum für Konzerte, Kino, Kunst. Für mich ist die Kulturinsel Stuttgart wirklich ein ganz besonderer Ort. Ich gehe hier relativ oft mit meinen Freunden hin, hier sind richtig, richtig coole Veranstaltungen. Mein Name ist Patrick, ich bin 37 Jahre alt und mittlerweile seit 27 Jahren Graffiti-Sprüher. So. Ah. Oh, geil! Wie cool! Graffiti! Das wollte ich schon immer mal machen. Ich wollte das auch schon immer mal machen. Aber ich habe mich nie getraut, so Gangster zu sein. Oh. Hallo Patrick! Na, alles mit, klar? Mit Verstärkung heute. Ja, ja. Servus, Patrick! Hallo, hi. Ich bin Lind. Hi. Hi, Aileen. Patrick, hi. Wir sprayen heute alle mal. Wir dachten, das passt sehr gut zur Kulturinsel, weil ihr habt es vielleicht auch beim Reinkommen gesehen. Hier ist sehr viel so mit Graffiti-Art. Und dafür ist auf jeden Fall Patrick der richtige Ansprechpartner. Habt ihr Bock? Ja. Auf jeden Fall. Boah, es ist warm. Du musst die Füße da raus tun. Hier raus. Ach so. Gut, ich bin bereit zum Sprayen. Geil. Immer weg von euch, immer weg vom Körper. Probiert's einfach mal aus. Ich fand es richtig gut, dass wir gleich am Anfang sofort loslegen konnten. Ich dachte, man nimmt so die Dose und sprüht ein bisschen und hat gleich so ein tolles Kunstwerk. Dann hat man gesprüht, hat man gemerkt, oh, da steckt doch ganz schön viel mehr hinter. Die fünf üben für ein gemeinsames Kunstwerk. Auf die schwarze Folie wollen sie Wörter sprayen, die für sie stellvertretend für Deutschland stehen. Ein, zwei Leute helfen mir beim Logo und der Rest malt einfach mal drauf los. Wo darf ich mir ausleihen? Kriegst die schöne Farbe durchverbraun. Einfach der Kreativität freien Lauf lassen mit den Sprühdosen. Ich glaube, das macht man auch nicht alle, jeden Tag sowas. Den soll ich auch anmalen? Nein, nein, nein! Ja, ich mal mich selber. Ich finde das auch sowas, das wollten wir schon immer machen. Und jetzt konnten wir einfach so alles rauslassen. Ich finde den Kontrast, den wir heute erlebt haben, von diesem Schloss und dem Klassischen und jetzt hier in so einer unfassbar coolen, chilligen Area, einfach mega cool. Ich fand den Tag mit Franz mega, mega cool. Ich fand es total cool, auch seine Freunde kennenzulernen. Waren alle mega, mega nett. Und ich denke, Stuttgart bleibt in guter Erinnerung. Ich war heute Morgen schon ein bisschen aufgeregt. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Bange darum, wie das Ganze wird. Also zum Beispiel, wie sich jetzt meine alten Freunde mit den neuen Freunden verstehen. Ob das hier auf der Kulturinsel alles funktioniert, ob das dann wirklich auch Spaß macht. Und bin da jetzt mega glücklich darüber, dass das jetzt einfach alles perfekt funktioniert hat. Von der Großstadt in die Bergidylle. Sieht aus wie aus so einer Postkarte, auch mit dem Haus ja. Da hinten so. In Garmisch-Partenkirchen tauchen die fünf in bayerische Traditionen ein. Und erleben einen Trachtenumzug hautnah. Ich hab voll die Gänsehaut bekommen, als ich angefangen habe zu trommeln. Dirndl und Lederhosen bei Stadt, Land, Bus.